Du weißt als einer von wenigen Leuten auf der Welt, dass auf dem Open Air Gelände in St. Gallen ein Gefängnis hat. Ja. Es gibt eine Geschichte. Ja, das hat, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber auf jeden Fall sind wir dann dort gelandet mit meinem Bruder. Und ja, also ich auch. Wie muss ich mir ein Open-Air-Gefängnis vorstellen? Es war eigentlich relativ entspannt, weil es auch so Festbänke waren. Also, dass es nicht gar noch Bier gab, war alles. Es hat einfach Wände rundherum gesehen. Aber ja, nach einer Weile haben wir wieder rausgedacht. Also, was genau haben dann deine Brüder und du angestellt? Ich bin einfach, ich wollte eigentlich schlichten, weil mein Bruder hat dann, ich glaube, hat einen angekrempelt oder umgekehrt. Und dann habe ich gesagt, nein, ist schon gut und so. Und dann ist auf das Mal jemand gekommen und hat meinen Bruder dann gepackt und mitgenommen. Und dann habe ich, ehrlich gesagt, habe ich noch gedacht, ja, ich sage mal, vielleicht Promi-Bonus noch ausnutzen. Nicht gewesen, Papa, hau mir sie mit.